Ich schüttel noch mal kräftig. Einfach alles voll gespritzt. Boah. Ach du. Yo, Freunde, was geht ab? Hier ist euer Johnny Hunt. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute ist ganz schön kalt und irgendwie regnet es die ganzen Tage. Keine Ahnung wieso, ist das bei euch auch so? Ansonsten gibt es heute ein kleines Experiment, ein Vergleichstest. Und zwar mit dem riesen Vorschlaghammer und der Spaltaxt. Wir werden damit ein paar Gegenstände zerbersten, wie in guten alten Zeiten. Alex ist heute leider nicht dabei, aber beim nächsten Teil wird Alex mit dabei sein. Da werden wir auch etwas Explosives machen. Falls ihr Lust darauf habt, lasst mal einen Daumen hoch da. Und ansonsten, bevor es gleich losgeht, gehen heute wieder liebe Grüße raus, und zwar an Gamerplay 35, Familie Crocs und ich kuschel dich. Falls ihr auch gegrüßt werden wollt, hinterlasst einfach einen Kommentar. Vielleicht seid ihr beim nächsten Mal mit dabei. Und ansonsten würde ich mal sagen, oh, ist echt übelst windig. Ich ziehe mir jetzt erstmal Handschuhe an, Schutzbrille natürlich auch, und dann geht's gleich los. Als erstes Opfer habe ich hier Metro Karamell aus der Türkei. Ich war in Istanbul, da habe ich mir das gegönnt. Es sind so kleine Schokoriegel, haben auch irgendwie nur 2 Euro die Riesenpackung hier gekostet. Aber die schmecken leider nicht ganz so gut. Und ja, ich werde jetzt hier einen kleinen Turm stapeln und dann mal schauen, was passieren wird. Das Türmchen ist fertig, zwar nicht so groß, aber reicht für den ersten Schadentest. Und ach, ich weiß nicht, mit was ich anfangen soll, mit der Axt oder mit dem Hammer. Ich kann mich nicht entscheiden. Okay, wir fangen mit dem Hammer an. Let's go. 1, 2. Ich hab mich voll erwischt. Oh je, da ist ja so gut wie gar nichts übrig geblieben, ist in alle Richtungen geflogen. Wir machen jetzt einen neuen Turm und dann testen wir die Axt, aber ich denke mal, der Hammer hat das Battle gewonnen. Aber mal sehen. Also ich kann jetzt schon mal sagen, dass die Axt auf jeden Fall viel handlicher ist und ich damit schon lieber zuschlage. Los geht's. 3, 2, 1. Boah, ich habe fast den ganzen Stamm gespaltet. Wir machen jetzt weiter mit 2 Coca-Cola-Dosen und hier werden wir das so machen, dass wir die diesmal hochkant aufstellen, von oben drauf schlagen und mal schauen, was passieren wird. Ich denke mal, beim Hammer wird die ziemlich platt werden, aber mal schauen. Ich schüttel nochmal kräftig und dann legen wir los. Oh, knapp verfehlt. Okay, Versuch Nummer 2. Oh, ich habe die nur gestriffen, aber voll geköpft. Ja, Freunde, die Cola-Dose habe ich nur so leicht am Rand erwischt, aber trotzdem wurde die geköpft. Mit der Axt ist es halt ein bisschen schwieriger zu treffen, da die nicht ganz so breit ist. Ich denke mal, der Hammer wird da schon größeren Schaden anrichten. Machen wir sofort weiter. Let's go. 3, 2, 1. Ach du Scheiße. Boah. Oh, wie es aussieht, habe ich hier die Dose auch nur gestriffen. Die ist auf jeden Fall echt weit geflogen, ist geplatzt, da ist auch so gut wie gar nichts mehr drin. Schwierige Entscheidung, wer dieses Battle gewonnen hat. Ich würde mal sagen, ihr dürft entscheiden, schreibt es in die Kommentare, Axt oder Hammer, und wir machen direkt weiter. Nächstes Opfer sind so 2 Blumentöpfe. Puh. Ich glaube, das wird auf jeden Fall eine richtig geile Slow-Motion-Aufnahme geben. Zur Sicherheit ziehe ich mir natürlich noch einen Motorradhelm an, weil es ja irgendwie ins Gesicht splittern könnte oder so. Macht es auf gar keinen Fall zu Hause nach.
Ja, wir starten mit Axt, ne? Los geht's. 3, 2, 1. Ich würde mal sagen, das war ein Volltreffer. Die Axt hat den Topf auf jeden Fall richtig heftig zerberstet. Jetzt ist der Vorschlaghammer dran. Hä? Mal schauen, was passieren wird. 3. Das war ein knappes Battle, aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, der Vorschlaghammer hat das Battle gewonnen. Der hat den Topf einfach heftiger zertrümmert. Wir machen weiter mit ein bisschen Balea-Duschschaum, wie in guten alten Zeiten. Erstmal schön schütteln. Und wir fangen mit der Axt an. Los geht's. Oh. Oh, die Dose haben wir auf jeden Fall gekillt. Alles vollgespritzt mal wieder. Ja, und ich wurde auch heftigst vollgespritzt. Aber bin ich ja schon gewohnt, ne? Machen wir weiter mit dem Hammer. 1. Alter, das war ja Schnee. Oh mein Gott, einfach alles vollgespritzt. Das sah aus wie Schnee. Der Hammer ist vollgespritzt. Die Wand da hinten ist vollgespritzt. Die Wand ist vollgespritzt. Uiuiui. Ja, und ich bin natürlich auch vollgespritzt. Ich würde mal sagen, das Battle hat auch der Hammer gewonnen. Boah, das war ja eine halbe Explosion. Wir machen jetzt weiter mit dem Endgegner. Eine Glasflasche. Puh, die wird gleich richtig zerschmettert, richtig zerberstet. Ist übelst kalt. 3, 2, 1. Okay, das war nicht ganz so spektakulär. Ich glaube, das wird beim Vorschlaghammer etwas spektakulärer. Machen wir direkt weiter. Let's go. 3, 2, 1. Ja, Freunde, das war das Battle zwischen dem Vorschlaghammer und der Spaltaxt. Und ich würde mal sagen, der Vorschlaghammer hat das Battle gewonnen. Der hat auf jeden Fall viel mehr Schaden angerichtet. Der hat die Sachen einfach besser zerberstet. Wenn ihr auch der Meinung seid, dann lasst einen Daumen hoch da. Wenn nicht, lasst einen Daumen runter da. Ansonsten, wenn das Wetter ein bisschen besser wird, wenn es nicht mehr so stark regnet, wird es mehr Experimente geben.
Ich hoffe, das Video hat euch gut unterhalten. Hier könnt ihr euch noch weitere Videos anschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hab euch lieb. Euer Johnny Hunt. Ich gehe jetzt erstmal duschen. Peace.